Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Review mit mir, Basti Zockt, und ich stelle euch heute den Simpsons-Mod vor für die Version 1.4.7. Er fügt Homer, Marge, Bart, Lisa, Essen und Trinken und einen Bus hinzu. Dazu benötigt ihr natürlich noch Forge. Und weiter geht's nach dem Intro. So, ganz am Anfang möchte ich dazu sagen, dieser Mod hat noch keine Crafting-Rezepte. Das heißt, alles was ihr hier seht, ist nicht craftbar im Moment. Aber ja, es gibt hier den Homer, den Marge, den Bart, Lisa, einen Bus, eine Lenkrad, das Can of Beer, ich weiß jetzt nicht, ob das Duff Beer ist, ne, ein Donut und Chocolate. Die füllen natürlich hier, also hier das da und das da und das da, das füllt Essen auf. Das Bier macht einen schwummrig, so viel ich weiß. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mich hier in Game Mode 1 zu machen und stundenlang rumzurennen, dass ich Leben verliere, beziehungsweise Hunger. Deswegen, ja, das sind die drei Essens- und Trinken-Items. Aber jetzt kommt das Geilste überhaupt. Ich zeige euch jetzt mal die Charaktere. Gehen wir erstmal hier hin. Hallo Homer, guckt euch mal den an mit seinen fetten Ranzen, das ist eigentlich, also finde ich, richtig gut dargestellt. Könnt ihn auch natürlich schlagen. Nein, ihr könnt ihn nicht schlagen, doch, aber nur auf die Füße. Ach Mann, jetzt hat er doch tatsächlich, ich habe durch ihn hindurch geschlagen, mal gucken. Also hier oben könnt ihr nicht hauen, nur an den Füßen. Ein Bug, würde ich mal sagen. Und dann rennt er hier so total, guck mal, wie er durch die Gegend rennt, sieht total witzig aus. Ja, dann haben wir hier noch die liebe Marge. Hallo Marge, die kann ich hier oben auch nicht schlagen. Leider, aber hier unten. Und dann rennt sie auch so durch die Gegend. Jetzt frage ich mich nur, kann ich? Nee, geht nicht, ich kann keine Baby-Marge züchten, schade. Gut, dann haben wir hier die hässliche Marge mit ihren fetten Haaren. Das finde ich immer so total übertrieben mit diesen hohen Haaren. Hier haben wir den Bart, den kleinen Schlingel. Guck mal, das ist auch das ist total komisch. Also der Mod, der ist noch in der Entwicklung, das kann ich euch schon mal sagen. Aber ich finde es total hammer. Guck mal, wie der Bart hier rumläuft, Alter. Der hat Angst vor mir, der rennt immer weg von mir. Ich krieg dich, du Beluder. Da. Hey, der läuft tatsächlich von mir weg. Ey, jetzt hast du Pech, ja. Gut, Marge haben wir. Jetzt fehlt noch Lisa. Hallo Lisa, alles klar bei dir? Brauchst du ein Saxophon oder sowas? Oder willst du irgendwie streberhaft sein? Also, ich habe hier die Simpsons-Familie jetzt hier in meiner Minecraft-Mod-Review-Welt. Ziemlich witzig. Und ja, es kommt auf jeden Fall etwas ganz Lustiges, was total Lustiges, was ich... Ja, ich wollte nur kurz sagen, Maggie gibt's in diesem Mod noch nicht. Ich weiß nicht, ob die noch dazu kommt. Aber jetzt kommen wir zu dem Witzigen. Ein Bus! Gibt's euch hier? Ich habe hier einen Bus. Und dieses Lenkrad, ich habe als erstes gedacht, ich muss mir mit dem Lenkrad dann diesen Bus craften. Aber dieses Lenkrad hat die Funktion von Getreide. Guck mal, der Bus ist ja ein Mob und der fährt mir jetzt hinterher. Das ist doch krank. Und jetzt passt mal auf, ich kann Rechtsklick machen, dann sitze ich in dem Bus drin und jetzt kann ich mit dem Bus rumfahren. Und ich habe ein Lenkrad in der Hand. Yay. Ups. Ja. Ist alles noch so ein bisschen buggy, aber ich finde diesen Mod so geil. Ohne Witz, ich würde mich echt über einen Daumen hoch freuen. Und ich sage jetzt schon mal, ich kurve noch ein bisschen rum und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Basti zockt, bis dann.